Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine weitere Folge von GTA. Was redest du mir in meiner Anmoderation rein? Heute gibt es eine neue Folge von GTA Online am heutigen Tage. Ich habe endlich meine Million bekommen. Danke auch Rockstar Games mit einer kleinen 2-3-tägigen Verspätung. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ihr habt es direkt im Titel gesehen. Heute kaufen wir uns was Fettes. Mein erster Einkauf auf foreclosures.macebank.com. So, wir werden uns heute eine Base kaufen. Erst wollte ich die kaufen, aber... ja, dafür, dass ich dasselbe eigentlich bei jeder bekomme, muss ich dann nicht unbedingt noch eine Million draufzahlen. Hier kriegen wir die für 1,67 Mille. So, Baustil. Kann ich das eigentlich immer am besten? Ja, an sich finde ich die jetzt... blau zwar meine Lieblingsfarbe, aber ne, dann nehme ich lieber das. Basisgrafik gibt hier ein paar schöne Muster. Wollte erst das nehmen, würde aber doch lieber auf das tendieren. Orbitalkanone ist auch teuer, werde ich wahrscheinlich hier benutzen, aber ach komm, nehmen wir das einfach mit rein. Überwachungsraum nehmen wir auch mit rein. Die Lounge, geschwärzte Scheiben nehmen wir. Muss sagen, ich finde beide schön, aber... boah, ich nehme einfach das letzte Schlafbereich. Nehmen wir dann auch das. So, dann würde ich sagen... kaufen wir das Ganze. Ja, kaufen. So, Wegpunkt setzen. Hier runterfahren müssen. Hier gibt es irgendwie... okay, dort unten ist die Base. Wir werden wahrscheinlich hier einen kleinen Trampelpfad machen müssen. So, und dann müssen wir hier. Also ich muss sagen, das Intro hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Da sind wir auch schon mit meiner Karre hier. Ja, riesiger als ich dachte. Okay, ich würde sagen, dann gebe ich euch mal hier heute eine kleine oder etwas größere Roomtour. Dahin ist, glaube ich, hier nichts oben. So, hier ist wahrscheinlich dann der Ausgang. Oh, hier ist mein Crew-Logo. Ah, das haben die ja geil gemacht. Ja, fresher Teddybär. Ich muss mal sehen, ob ich es irgendwie hinbekomme, mein YouTube-Logo da an die Wand zu klatschen. Das wäre natürlich nice, aber da haben wir schon mal einen Bär. So, hier haben wir Fernseher, die schenkt nie an. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Fahrzeuge kann ich hier unterbringen. Sieht auf jeden Fall nach sehr vielen aus. So, hier ist der, ja, Manager, geil, Techniker. Der Mechaniker. So, und... hey. Also 1, 2, 3, 4, 6, 7 Fahrzeuge. Kann ich hier voraussichtlich erstmal unterbringen. Kann ich mehr in meiner Garage unterbringen. Aber auf jeden Fall kann ich hier durch. Nee, hier kann ich nicht durch. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Boah, das sieht hier richtig schön luxuriös aus. Aber genug gezahlt habe ich dafür auf jeden Fall. So. Geht's hier lang? Hier geht's nicht lang. Wo geht's denn hier hoch?
Okay, ich bin gerade zu blöd. Ich finde, hä? Wo geht's denn hier lang? Ich finde keinen Ausweg. Ach, hier geht's hier runter zufälligerweise. Okay. Oh la la, kann ich hier... Oh, was? Kann ich die auch auswählen? Nee, aber... Ey, das habe ich auch. Schick, schick. Okay, da fahr gleich rein. Hier geht's auch nicht. Okay, dann sehen wir uns mal hier um. Was haben wir hier denn so Schönes? Oh, schöne Tapete. Wer hat die denn wohl ausgesucht? Der hat bestimmt sehr gut Geschmack. So, hier ist Überwachungsraum oder auch nicht. So, hier haben wir... Hier auch drüber. Nee, warum muss ich denn durch den Scanner? Ich bin der Boss. Komm mal. Denk mal. In was arbeiten sie denn so? Wo tippt ihr denn gerade was ein? Ich sehe nichts. Wenn ich merke, sie machen ihre Arbeit nicht, sind sie schneller draus, als Gangsterbär sagen können. So, hier haben wir den Überwachungsraum. Ja, haben wir Waffen. So. Nehme ich von mir aus gerne alles mit. Ich hoffe, das füllt sich nach. So, hier haben wir um den Attentat. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wofür ich das hier benutzen kann. Der... Bist du so dumm oder stellst du dich nur so dumm? Also nebenbei, die Monitore sind alle aus. Ich frage mich, also... Ich hoffe, die sind hier nicht alle so dumm. So, hier haben wir noch eine Minigun. Die habe ich zwar schon. Deswegen können wir die da eigentlich... Ah, hier hinten kommen wir rein. Okay. So. Dauer. Die nehmen wir einfach mit. Und was arbeiten sie hier so Schönes? Junge, du tippst halb auf dem Tisch. Was ist denn mit dir los? Tippt ihr hier halb auf dem Tisch? Ach, die sind alle hier, glaube ich, nicht die Ältesten. Und für sowas zahle ich 6 Millionen. Oh, schicker Bär auf dem Boden. Hier haben wir wahrscheinlich die Server. Hier haben wir unsere Sekretärin. Was kann ich für dich? Okay, da schauen wir mal, wenn wir hier fertig sind, vorbei, was es eigentlich ist. Und was haben wir hier? Okay, hier sind Arbeitsplätze für zukünftige Mitarbeiter, nehme ich an. Oder die sind alle schon an Dummheit geschoben. Das kann natürlich auch sein. Aber ich frage mich, wofür wir hier so viele Server brauchen. Aber na gut, gute Führung. So ein Ding ist das. Oh, der Planungsraum. Yes, yes, come in, come in, come in. Have a seat anywhere. This is the one room in the country where we cannot be recorded. Can I take this mask off now? Yeah. Do you know Avon Hertz? Avon Hertz. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why is he sehr interessiert aus? Don't worry about it. Mr. Hertz took his first company public when he was 22 years old. 21 and three quarters. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. I'm trying to save the world, for fuck's sake, man, if it'll let me. Yvonne was helping the IAA, the government. Helping the government? I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into, when whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. Hey, ist das wie eine Serie? Give Clifford data and no more problem. Clifford was on to something, but now the data is gone. Gone? It has to be the Russians. Immer die Russen. Die Russen waren's immer. Or the Iranians, or the Chinese using a proxy agent. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid,
Of course, we can help. There are three data thefts I need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. Yeah, you're getting off topic. No, this is the topic. How I've been treated. How I've been mistreated. It's an American tragedy. Kill the clever genius so that numbskulls could take cheap bribes. Yeah, I'll pay. I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash. 6 figures, minimum. No problem. My share price is through the roof. Look, 3 problems. 3 easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes! 3 data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. 3 simple solutions. 1, data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. Ah, the morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem 2. 4 of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow. Oh, we can't meet your friend. Sounds easy enough. What's the third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to prove it. But if someone could get inside... Oh, just give me a minute. I know these stealth helicopters. These things. Huh? Now, Avon, these all do seem a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data about the data so we can data it. All right, well, get to work and good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Avon. I like your hair. Thank you. Progkillclifford.exe. Jetzt alles? Hast du den Kompliment gesehen? Verrätst du mich schon? Okay, das werden wir in einem anderen Video machen. So, dann gehen wir hier erstmal raus und dann gehen wir hier weiter. So, hier geht es weiter. Da haben wir die Orbitalkanone inaktiv. Okay, aber so wie ich die, also viel wie ich gesehen habe, ist die ziemlich teuer, wenn ich mal sagen darf. Also lassen wir da mal die Finger von. So, hier hinten geht es auch noch weiter. Obwohl, nee, hier waren wir doch. Oh, okay, hier geht schon mal das erste schöne Apartment los. Hier haben wir ein PC. Hier haben wir wahrscheinlich, keine Ahnung, Besprechungslounge oder so. Moment mal, wollen die mich verarschen? Wo sind meine schwarzen Scheiben? Für mein Geld zurück. Geschwärzte Scheiben hier. Von wegen schwarze Scheiben. Ich bin doch nicht farbenblind. Ah, okay, hier ist mein... Klar, warum, wer labert denn da im Hintergrund immer? Beste Qualitätsbilder auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, die Schränke hier. Boah, also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und das für ein freshes Bett, also. Ja, machen wir gleich mal Liegetest. Ja, ist auf jeden Fall bequem, würde ich mal behaupten. Ich hätte trotzdem gerne meine schwarzen Scheiben. So, ich glaube aber, das war's jetzt auch davon. Hier ist auf jeden Fall schöner großer Bunker oder Basis. Hier ist die Kanone, genau. Und dann war's da auch schon. Hier vorne müssen wir aber noch zur Rezeption. Dort muss ich mal eben sehen, was dieses Pegasus-Ding da ist. So, kaufe diesen Helikopter um auf der Website von... Okay, dann würde ich sagen, was auf jeden Fall von der heutigen Folge von GTA Online am heutigen Tage. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich hoffe, es hat natürlich euch wie immer gefallen. Dann, ja, du piep mal schön weiter. Sie können gerne hier in einer geschlossenen Anstalt hier mit ihrer Knarre rumziehen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen 15 Uhr zu einem neuen Video. Abonnieren, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns übermorgen. Haut rein und ciao, Leute.